Hallihallo und willkommen auf meinem Kanal. Ich hatte gestern eine Überraschung in meinem Briefkasten, hat mich sehr gefreut. Und das möchte ich euch zeigen. Das sind die drei Smoky-Liner. Ich lese es mal vor. Den schwarzen kannte ich ja schon. Das ist der Smoky-Liner Gel-Eyeliner, also schön schwarz. Der zweite ist der Smoky Gel Eyeliner und das ist so ein, ich würde sagen, so ein bräunlicher Ton. Und der dritte Smoky Gel Eyeliner ist so ein Grau-Anthrazit und das zeige ich euch. So, den schwarzen habe ich schon getestet auf meiner Hand. Das ist ja ein ganz weicher Stift. Den kann man so pur auftragen oder man macht einen Strich und dann verwischt man das so ein bisschen. Das kann man hier mit dem Verteiler machen. Das geht ganz gut, ne? Man malt sich einen Strich und dann kann man mit diesem Verteiler, kann man sich die Linie so ein bisschen weicher zeichnen. Nun bin ich schon geschminkt. Mit Make-up-Coach-Produkten natürlich. Na, das passt ja dann total gut dazu. Und zwar habe ich mir das Augen-Make-up mit romantische Augenblicke gemacht. Dann habe ich ein bisschen Kugel dazu genommen für das Hellere. Dann habe ich Just Fresh genommen für hier vorne. Dann habe ich mich, wie heißt das nochmal, Matilda genommen für Puder. Ich habe heute kein Zauberpuder genommen. Ich habe heute nur Matilda genommen. Und das habe ich, das finde ich immer total praktisch, so eine kleine Dose. Die kann man immer super mitnehmen. Die ist so ein bisschen anders wie das Zauberpuder, so ein bisschen sichtbarer. Und das habe ich einfach mit so einem großen Pinsel gemacht, immer so reingestupst. Und dann so statt Zauberpuder mag ich das auch ganz gerne. Und vor allen Dingen, wenn man zu viel Rouge drauf hat, kann man damit immer so ein bisschen ausgleichen. Ich habe nämlich heute auch mal wieder meinen Sonnenkussmixer genommen. Den mag ich euch gar nicht zeigen. Da sind ja diese drei Töne drin. Einmal der Bronzer, also der Sunny heißt das ganz genau. Ich zeige es mal ganz kurz. Ich habe es echt sehr, sehr, sehr viel benutzt. Und diese Farbe hier, die ist ja immer so ein bisschen krass. Und so in meiner Euphorie habe ich so ein bisschen viel drauf gemacht. Und da war ich froh, dass ich Mathilda hatte. Mathilda hat mich dann so ein bisschen gerettet, dass ich nicht aussehe wie so ein Clown. Und wie gesagt, der Sunny geht super als Bronzer. Ach so, und die Lippen, ja, das ist ja auch ganz wichtig. Die Lippen habe ich mit diesen beiden tollen Lip Liner, ich vergesse immer, wie die heißen, Lip Liner gemacht. Und zwar einmal Waldbeere und einmal Beste Freundin. Die beiden. Ich schreibe euch sowieso alles in die Beschreibung. Also wenn ich irgendwas komisch in die Kamera halte, ich muss, so muss ich das halten und dann kann man das auch gut lesen. Ich ärgere mich immer über mich selber. So, und das habe ich dann so schön auf den Lippen verteilt. Gefällt mir richtig gut. Und ich finde, das passt alles total gut zusammen. Romantische Augenblicke mit diesen, na, Kamera wird plötzlich dunkel. Mit diesen beiden Stiften finde ich total toll. Ich bin richtig begeistert. So, und jetzt möchte ich euch diese drei Stifte zeigen. Ich bin richtig begeistert. Erstmal swatche ich euch das auf der Hand und dann zeige ich euch eine Möglichkeit, wie man das auf dem Auge aufträgt. Jetzt nehme ich mal den bräunlichen Ton und da war ich richtig überrascht. Ich habe das nämlich eben schon mal ausprobiert. Ich male mal ganz leicht einen Strich und dann male ich mal so ein bisschen dicker. Guck mal, ist das nicht eine tolle Farbe? Na, deswegen romantische Augenblicke. Wegen der tollen Farbe. Ich finde, also die Farbe, die kenne ich jetzt nicht von Avon. Dann soll man ziemlich zügig den so, ich habe das jetzt mit dem Finger gemacht, das geht auch mit dem Verteiler, ziemlich zügig so ein bisschen die Linie weicher machen, also so ein bisschen verteilen, ausmoken. Dann, weil das trocknet auch ziemlich schnell, also innerhalb von bestimmt 5 Minuten, also lass es ruhig in Ruhe trocknen, nicht zu schnell. Wenn das aber wirklich innerhalb von 5 Minuten ist, das trocken und dann könnt ihr so viel rubbeln, wie ihr wollt, dann kriegt ihr es nicht mehr ab. Soll auch für die Sauna, für den Sport sein, soll also auch so richtig schön, auch wasserfest sein. Ich habe auch Wasser rüberlaufen lassen, ist nichts passiert. So, dann einmal der Graue, nochmal das Gleiche. Geht ein bisschen schwierig ab, ist noch so neu. Da kann man ganz fein zeichnen, aber man kann auch ein bisschen dicker zeichnen, lassen sich wirklich, also die gleiten wie Butter. Das finde ich so toll, den Ausdruck. Das gleitet wirklich wie Butter auf der Haut. Und dann, ich kann es ja mal mit dem Verteiler machen.
macht das da so, wie ihr das am besten könnt. Kann man so machen. Und man könnte jetzt die Stifte auch untereinander mischen. Mache ich gleich mal. Und man kann auch erst so einen Strich machen. Dann kann man das mit dem Verteiler so ein bisschen weicher machen. Und dann kann man nochmal mit dem Strich darüber. Also da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Und wie gesagt, ich finde, romantische Augenblicke ist also wirklich. Es passt richtig gut zusammen. So, und jetzt legen wir los. Also, Schwarz ist ja, finde ich, immer sehr intensiv. Schwarz mache ich fast ausschließlich nur noch, also früher nur immer schwarz, da kannte ich gar keine anderen Farben. Aber wenn schwarz, dann oben. Und das brauche ich euch, glaube ich, nicht zu zeigen, weil ihr wahrscheinlich den schon kennt oder schwarz ist jetzt nicht so aufregend. Ich möchte unbedingt diese beiden Töne. Was man auch machen kann, ach, ich weiß gar nicht, was ich alles zeigen soll. Man kann ja auch schwarz nehmen, den aussmoken. Ich sage das mal jetzt so, ne? Aussmoken. Ich weiß gar nicht, ob das der richtige Begriff ist, aber könnte man, ich sage das jetzt mal so. Aussmoken, also weicher machen und dann nochmal mit dem Schwarzen darüber. Das können wir mal machen. Ich mache das mal jetzt. Ich hole euch mal dichter ran. Ich will es mal selber jetzt wissen, wie das aussieht. So, Kamera. Alles gut eingestellt. Da, da, da. So, jetzt nehme ich einmal den anthrazitfarbenen oder grauen. Dann ganz schnell den Verteiler. Man kann natürlich auch noch so ein bisschen da in die Ecke gehen. Also da sind wirklich der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Und jetzt kann ich mit dem Schwarzen darunter gehen. Also nur bei den Wimpern bleiben. Das sieht interessant aus, finde ich. Das mache ich jetzt mal auf der anderen Seite mit dem Braunen. Da kommt es gar nicht so drauf an. Das könnt ihr ruhig auch ein bisschen dicker machen. Jetzt könnte man natürlich auch mit dem Grauen, aber ich mache jetzt mal mit dem Schwarzen. Die Stifte gibt es einzeln zu kaufen und die gibt es auch im Set und die gibt es auch in dieser Dreierversion zu kaufen. Sind gerade im Angebot. Schaut gerne mal in meine Beschreibung oder auf der Seite vom Make-up-Coach. Ihr könnt über mich kaufen oder ihr könnt auch direkt auf die Seite gehen, wie ihr möchtet. So, und dann sieht das so aus. Ich liebe das ja, wenn man das so mischt, ne? Ich mache das jetzt unten auch noch mal. Wo hatte ich jetzt welche Farbe? Ich finde, der lässt sich unheimlich gut auftragen. Ich finde das richtig hübsch. Ich finde das so auch schon richtig hübsch. Ich liebe ja so andere Töne als Schwarz. Früher habe ich immer nur Schwarz genommen. Das so ein bisschen weicher machen. Hier mache ich immer so ein bisschen mehr und zur Mitte hin werde ich dann etwas dünner. Jetzt darf ich nicht durcheinander kommen mit den Stiften. Und jetzt nehme ich Schwarz. Wie gesagt, ihr könnt natürlich auch nur eine Farbe nehmen, wenn euch das reicht. Ich will euch das nur mal so zeigen, wenn man das so mischt. Ich finde, das sieht interessant aus, ne? Also mir gefällt das richtig, richtig gut. Jetzt der anthrazitfarbene. Ich werde hier, da werde ich dann immer weniger. Schon auch sehr dunkel, ne? Deswegen sieht man das nicht so doll. Jetzt versuche ich nur an dem Wimpernkranz zu. Was war das denn? Jetzt versuche ich nur an dem Wimpernkranz zu bleiben. Man kann auch so Pünktchen auftragen, wenn das zu schwierig ist, ne? Jedes Auge ist ja auch, hat eine andere Beschaffenheit. Man kann auch nur so Pünktchen machen und das dann nachher so ein bisschen verbinden. So.
sehr, sehr interessant, wenn ihr meine Meinung wissen wollt. Ich bin richtig begeistert. Ich finde diese beiden Töne richtig toll. Schwarz, ne, habe ich ja sowieso schon, finde ich auch toll. Aber diese Töne finde ich richtig toll. Und das auch alleine auf dem Auge. Der hier, den finde ich richtig interessant. Wenn man möchte, und das ist jetzt nicht so gut geworden, kann man da drunter denn ja auch noch mal den. Also wie gesagt, testet da ruhig mal aus. Also meine Empfehlung habt ihr auf jeden Fall. Ich finde die Stifte ganz toll und die werde ich jetzt mit Sicherheit öfter benutzen, weil ich liebe sowas einfach. Ich liebe so etwas, wenn man so zwei Farben verbinden kann, wenn man das verwischen kann. Und das Tollste ist, wenn die den ganzen Tag halten. Und das weiß ich von dem Schwarzen, dass die abends auch noch genauso drauf sind. Jetzt fehlt nur noch die Wimperntusche und dann bin ich fertig. Und ich bin richtig, richtig begeistert. Ich nehme mal ganz schnell eine Wimperntusche. Zeige euch mal das fertige Auge. Und wie gesagt, ich finde das jetzt auch in Verbindung mit romantischen Augenblicke. Aber wenn ihr da irgendwie noch Ideen braucht, wenn ihr das mal mit Ilona zusammen sehen möchtet oder so, mache ich gerne. Sagt mir das einfach nur, schreibt mir das in die Beschreibung. Wenn ich irgendwas noch zeigen soll mit Ilona, heißt das jetzt auf der Sommerwiese oder von der Sommerwiese? Ich glaube auf der Sommerwiese oder Marlene im Rampenlicht habe ich ja auch. Ich habe ja die drei Paletten. Wenn ihr da noch mal Ideen braucht oder so, ich bin gerne für euch da, mache ich. In Verbindung mit den Gel-Eyelinern, wenn ihr Fragen habt. Auf der Seite von Make-up Coach ist natürlich auch alles von ihr richtig, richtig gut beschrieben. Geht da gerne mal auf die Seite, stöbert da so ein bisschen rum. Sie hat alle Produkte, wie gesagt, einzeln im Set, im Angebot und so weiter. Und ich finde, da findet man immer was, viel zu viel meistens. Guck mal, und jetzt mit Wimperntusche ist das doch richtig, richtig hübsch, ne? Ich habe das jetzt ja alles mit Schwarz gemischt. Wenn euch das zu doll ist, macht ihr nur den Ton oder nur den Ton. Echt toll. Gerne noch mehr Farben. Ich bin die Erste, die sich freut. Das sind nicht so auffällige Farben, ne? Die sind so richtig schön für den Herbst. Ich glaube, die kann man auch sehr gut mischen mit Grün. Ich bin begeistert. Und das ist ja die Hauptsache. So, das war's. Geht gerne auf die Seite von Make-up Coach oder in meiner Beschreibung, da ist auch der Link. Also, meine Empfehlung habt ihr. Ich finde das richtig, richtig schön. Bis zum nächsten Mal. Wenn euch das Video gefallen hat, die Stifte euch gefallen haben oder wenn ihr mich mögt, dürft ihr mir gerne einen Daumen nach oben machen und mich kostenlos abonnieren und die Glocke einschalten. Dann werdet ihr immer informiert. Ist alles kostenlos, wenn ich wieder ein Video geschaltet habe. Also bis zum nächsten Mal und lasst euch nicht ärgern von den doofen Menschen. Gar nicht beachten. Und genießt noch die Sonne, die letzten schönen Tage. Bis dann. Tschüss.